Herzlich willkommen hier auf der Control 2022 beim Magazin QE. Ich stehe hier zusammen mit Jan-Hendrik Lott, General Manager für Europa von API. Herzlich willkommen. Welche Neuigkeiten haben Sie denn mit auf die Messe gebracht? Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Wir haben dieses Jahr an sich drei neue Produkte dabei. Zwei davon sind schon etwas älter, weil die aufgrund der Corona-Pandemie leider nicht vorher gezeigt werden konnten. Das ist einmal unsere neue V-Probe, neueste Generation der V-Probe, kleiner, ergonomischer, genauer und mit automatischer Tipperkennung. Dann haben wir unser ergänzendes Produkt für unsere Laserträger-Produktlinie, dem iScan 3D mit blauem Laser, gekreuztem Laser, auch leichter und bietet halt die Erweiterung des Laserträgers insgesamt. Und besonders stolz bin ich jetzt eigentlich auf den Release unseres dynamischen 9D-Lada-Systems. Lada steht für Laser Distance and Ranging, was ein berührungsloses, scannendes System darstellt und speziell auch Targetgruppe für die automatisierte Messung verfügbar ist. Alles klar. Wie hat sich denn der Markt in den vergangenen zwei Jahren entwickelt? Ja, es war eine herausfordernde Zeit. Überraschenderweise muss ich sagen, der Markt hat sich relativ schnell an die geänderten Bedürfnisse angepasst. Und wir hatten jetzt letztes Jahr eigentlich ein sehr gutes Jahr. Der Trend geht so ein bisschen mehr online, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass massive Einbußen aufgrund der wirtschaftlichen Lagen entstanden sind. Man merkt eine gewisse Zurückhaltung, aber auch eine gewisse Bereitschaft zu investieren und auch wirklich in neue Messtechnik zu investieren und zu entwickeln. Warum führen Sie denn innovative Messsysteme für die Automation ein? API steht eigentlich schon immer für Messlösungen. Das heißt, wir sind zwar Hersteller für Messprodukte, laserbasierte, hochgenaue Messprodukte, aber für uns war immer der Fokus, der Kunde braucht eine Messlösung. Und der Trend geht immer weiter zu automatisierten, möglichst vollautomatisierten Inline-Messungen. Und genau da setzt jetzt unser neues 9D-Lader an, was an einem Roboter montiert, hochgenau, hochschnell, sehr schnelle Messungen berührungslos durchführen kann, was eine volle Automatisierung ermöglicht. Das heißt, der Anwender programmiert noch maximal am Anfang die Abweichung oder die Messung und den Messplan. Und damit hat er eigentlich einen vollautomatisierten Prozess. Wo sehen wir diese automatisierten Lösungen? Viel im Body-in-White, Automotive-Bereich, im Aerospace-Bereich. Aber wir sehen auch durchaus jetzt neue Möglichkeiten, unseren 9D-Lader in die Energiebranche reinzubringen. Windkraftanlagen sind ein hohes Thema. Aber auch viele andere Anwendungen, die wir vielleicht jetzt gar nicht so direkt adressieren. Shipyard könnte auch interessant sein, wo es einfach große Bauteile hochgenau vermessen werden können. Sehr vielen Dank für das interessante Gespräch und eine erfolgreiche Messe wünsche ich noch. Danke auch.